dessen Zimmer immer uninteressant war. Steht auch noch Philipp dran, wenn ich das richtig erkenne. Ist abgesperrt. Dann gehe ich. Aber es ist nicht mehr uninteressant. Das ist schon mal gut. Dann gehe ich mal runter. Und wir starten eine Cutscene. Großartig. Ist kein schlechtes Zeichen. Wir könnten richtig sein. Ich höre Gesang, der verdächtig wie Zeldas Schlaflied klingt. Jetzt ist die Frage, lösen wir jetzt gleich ein Zeitparadoxon aus, wenn wir uns irgendwie als Baby sehen oder keine Ahnung was? Mom? Is that you? Where are you? Mom. Alyssa. My sweet baby. This necklace has been handed down in the Hamilton family for generations. There are four leaves, one each for love, friendship, hope and so, courage. Weisheit. War mal, lagen wir wohl ein bisschen daneben. These four leaves together lead the wearer to true happiness. I'll give it to you, Elisa, when you're older. Wenn du ein Ruder bist. Und ein Ruder halten kannst. You're laughing. Oh nein. Philip. Darling, Father. Philipp ist der Vater. Ach so. So hat der Vater ein eigenes Zimmer. Was zum... Was geht da vor? What is doing, Dick? Das ist Dick. Was macht der... Was macht er mit dem Vater? Oh nein. Also Großpapa Dick hat den armen Philipp ermordet. Why did Natchi have to marry a man like you? A man with no spine, no spirit. Wow. Das gibt Kopfschmerzen. Mhm. Will jemand Aspirin? Oh nee. Now you've seen the truth. It was your beloved grandfather who murdered your father. That's impossible. It's not true. Au. Okay. Was? War's das schon wieder? Ich dachte, jetzt kommt irgendwie noch eine Fluchtsequenz oder so. Aber, ja Leute, wir sind beim nächsten Bosskampf, also das wird immer schneller, das geht zack, zack, Schlag auf Schlag hier. Wenn wir so weitermachen, spielen wir das Spiel heute durch. Das glaube ich zwar nicht, es sei denn, das ist nach diesem Kampf zu Ende, aber... Ja, Kinder, wir haben uns irgendwie... Auch zum nächsten Bossfight. Wir haben uns irgendwie in den nächsten Bosskampf gemogelt. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde, aber... Ja, okay, der letzte lief ja gut. Mal sehen, wie es hier geht. Wie heißt der Kerl überhaupt? Chopper. Das ist kein Motor, das ist ein Chopper-Baby. Opfer 44. Was immer er getan hat, man hat null Bezug zu ihm. Er wurde ja gar nicht vorgestellt. Könnte diese Lebensleiste noch länger sein, bitte? Urteil. Na, hat er auch ganz schön viele Jahre bekommen. Ja, und er... Boah. Könnte auch so ein bisschen so eine Light-Version von Kratos sein. Mhm, hab ich vorhin auch schon gedacht. Come on! Kratos. Nur so ein bisschen.
can't get away. You can't get away. Und der Glatze. Ich finde das gut, dass er immer so langsam geht zwischendurch. Das macht es so auf den ersten Blick ein bisschen einfacher. Aber ich will da auch nicht. Will da auch nicht zu viel. Selbstbewusstsein haben. Irgendeine Scheiße packt der sicherlich auch noch aus. Vorstellen. Ich glaube, wir haben, ihn genagelt. Sehr gut. Weiter so. Wir haben ihn nochmal genagelt. Weiter so. Kannst du schaffen. Ah, so weit kommt er leider nicht, dass er uns da zu uns hinlaufen könnte. Denn die Reichweite ist zu kurz. Die Idee war gut, aber seine Arme. Ja. Ja. Ladies and Gentlemen, das nennt man perfect. Hat er es überlebt? Das war irgendwie zu einfach wohl. Hilfe! Okay, das war wohl irgendwie zu einfach. So viel dazu. Also wir sind irgendwie im flüssigen Gras versunken. Passiert jedem Mal. Ja, und sind jetzt auch irgendwo auf dem Friedhof. Ich muss auch immer darauf achten, dass ich nicht durch Pfützen durchfalle. Furchtbare Angewohnheit. Wahrscheinlich mal wieder in einer anderen Zeit oder so. Andere Zeit, anderer Raum. Knochen? Ein Pergament? Oder was? Ja, könnte eher ein Pergament sein. Es sah irgendwie verrat aus wie ein Hundeknochen. Woher auch immer sie den plötzlich haben sollte. Wobei, woher sollte sie das Pergament haben? Also? Das ist ein Dokument auf jeden Fall. Offensichtlich. Oh, my sweet, es wird vorgelesen. Ah, okay. Small hands have grasped my heart and will not let go. But to think that the father of my beautiful granddaughter is Philip, it is more than I can bear. I consented to the marriage so as to protect the Ruder bloodline. I realize now that was a foolish mistake. The man lacks class and has not a shred of dignity. He loses no opportunity to exhibit his stupidity and weakness of character. We Hamiltons have no place for men of that nature. Even Nancy has been affected by his rubbish, saying that she does not want to raise Alyssa to be a Ruder. Of course, the existence of a Ruder is fraught with danger. But given the gravity of the situation and the great responsibility of a Ruder family, the obligation cannot be shirked. Any attempt to avoid such a duty is indeed shameful. As long as I am the head of this house, that man will never be accepted as one of us. Yeah. Finally, Philip went too far. I could no longer allow him to defy me. But that headstrong act has turned me into a vile murderer. I must carry my secret to the grave. I cannot allow the Ruder line and the Hamilton legacy to be destroyed. Was für ein Arschloch. There is nothing to be done but handle the police carefully and tread with the utmost caution. So ein Riesenhirni von einem Großvater.
ja, auf dem Friedhof ist nicht unbedingt immer das Geilste, da zu erwachen, ne? Nee. Ist auch eher selten. So, da ist irgendwo eine Wasserquelle in der Nähe, ein Speicherpunkt wäre jetzt mal auch nicht schlecht. Stattdessen laufe ich in die nächste Cutscene. Gut gemacht. Okay. Das wollte ich auch gerade fragen. Tell me what's going on. Hat vermutlich irgendwas mit dieser Vereinigung zu tun, die der Typ vorhin angedeutet hat. Der alte Mann. Ja, mhm. Der alte Mann will eins werden mit einem Teenie Girl. Fusion! Ich weiß nicht, ich finde das nicht gut. Das klingt ekelhaft. Hey, da ist was. Das junge Paddelwahn sollte sich nicht mit so einem Typen fusionieren müssen. Oh ja. Lavendelwasser. Voll gut. Die Musik hier klingt furchtbar. Das ist irgendwie so ein schriller Ton, der so ein bisschen am Leiern ist. Gut, dass ich das nicht höre. Also ich muss ja sagen, an viele Sachen erinnere ich mich nicht mehr aus diesem Spiel. Und diese Szene war stumm, furchtbar weird. Also, weiß ich nicht. Dieses Spiel ist ja voll von seltsamer, irgendwie bekloppter Szenen. Aber das war ja jetzt völlig, weiß ich nicht, stumm hatte, dass man noch eine ganz neue. Ich dachte, ich hatte die Vermutung, die wollen da irgendwie so ein Musical erst aufführen oder sowas. Ja, es hatte was von der Theatervorstellung irgendwie. So, wir sind immer noch in der dritten Stufe und sind im Mausoleum. Yo, ich denke mal, nach so viel hin und her und so vielen Bosskämpfen legen wir mal jetzt einen kleinen Break an dieser Stelle ein. Aha, finde ich gut. Haben wir einiges geschafft. Ich halte dann ein kleines Nickerchen bis zum nächsten Mal. Du hast immer noch die Gummihandschuhe. Ja. Praktisch bei Elektroarbeiten. Es sind immer noch Wichtelobjekte. Ja, offensichtlich sind wir noch nicht fertig dort. Ja, offensichtlich ist hier irgendwo noch Strom im Gange. In diesem Mausoleum, den wir lahmlegen müssen. Gut, dann würde ich dann sagen, wie ich gerade schon gesagt habe, wir beenden diese Session an dieser Stelle. Ich bedanke mich bei dir fürs Dabeisein. Ich hoffe, klar, du hattest Spaß und ich hoffe, du bist beim nächsten Mal, wann immer da sein wird, auch wieder mit dabei. Na, nach meinem Nickerchen. Also nach deinem Nickerchen, okay. Also sehen wir uns so in 6-7 Stunden wieder. Ja, ich hatte viel Spaß. Ich hoffe, du hast beim Spielen genauso viel Spaß wie ich. Ja, also ich bin nur noch gespannt, was dieses Spiel als nächstes für eine Scheiße abzieht. Du wurdest gewarnt. Ja. Und das nächste Mal bin ich natürlich nach meinem Nickerchen wieder dabei, das ist ja klar. Jo, dann sage ich an dieser Stelle, wie immer, tschüss, bis zum nächsten Mal, keep gaming und du hast das letzte Wort. Ja, Leute, schlaft gut. Ich mache jetzt ein Nickerchen. Viel Spaß.